Hallo zusammen. Dieses Video ist ein bisschen untypisch für mich. Einfach weil ich kein Editing und nichts habe, sondern einfach nur auf eine Webseite gucke und äh, ja, mich ärgere. Aber das ist was, was ich mal irgendwann loswerden wollte. Ja. Die von euch, die von Games Workshop kaufen, haben vielleicht gemerkt, dass die erste Banner-Ad, die man sieht, für die neuen Mega Gargons ist. Und ihr seht, es sind recht coole Modelle, ja. Aber das Problem ist, die kosten mal eben fast 150 Euro. Ich meine, gut, das äh, hat einiges an Variation. Das ist, wie man hier sehen kann, halt ein Modell mit drei verschiedenen Varianten. Also das hat vier großes Bruce, ist auch hier bei irgendwo ein Vergleich, genau zum normalen Gargant halt etwa anderthalb Mal so groß. Also, das ist schon ein schön großes Modell. Problem ist, für die fast 52 Euro kriegt man einen Steam Tank, ein Paket Mornfang, das heißt vier große Oger auf vier großen Reittieren und zwei fucking Hellblaster Volley Also, das heißt, man kriegt vier relativ große Modelle zum selben Preis von diesem einen Modell und eins also von den vier Modellen sind nochmal vier eigene Modelle. Worauf ich hinaus will, ist, GW hat ein gewisses Problem mit äh, Price Creeping. Also mal als Beispiel, das hier sind die ganz normalen Gargan's. Da kriegt man zwei Stück für 100 Euro. Auch hier entsprechend wieder einiges an Variation. Das heißt, man kann im Grunde mit dem viele verschiedene ja, Versionen von den Riesen bauen. Zwei Stück, 100 Euro. Heißt, also man kriegt drei Riesen für den Preis von einem Mega-Gargant. Oder wenn wir uns mal beim Hobbit umgucken, das ist im Grunde auch von GW, nur halt andere Rubrik, sag ich mal einfach, hat man die Trolle aus den Hobbit-Filmen. Das sind drei Miniaturen, die relativ groß sind, für 60 Euro. Das heißt, man kriegt grob überschlagen... Etwa sieben von den Riesen hier für einen Mega-Gargant. Und ihr könnt sagen: gut, das ist halt ein großes Modell, das soll nicht das Problem sein. Aber wenn wir allgemein bei Edge of Sigma gucken, wiederholt sich das Problem. Es gibt nämlich zum Beispiel die. Äh, wo ist der Scheiß hier jetzt? Fuck, wo ist das jetzt geblieben? Da. Äh, uh, Realm Lords. Und die sind ein klein bisschen teuer. Ich packe die jetzt auf Sigma hier mal kurz raus. So. Ihr seht hier, großer Typ, 80 Euro, kann man vielleicht irgendwie erklären, aber Kavallerieeinheit 50 Euro, Infanterieeinheit 40 Euro. Helden lasse ich mal wieder außen vor, aber hier normale Infanterie 40 Euro. Hier, hier seht ihr das nochmal im Detail: sind 5 äh, Reiterminiaturen für 50 Euro. Im Vergleich dazu hier nochmal die Infanterie mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Miniaturen für 45 Euro grob überschlagen. Und ihr seht, das ist halt ganz normal aufgestückelte Miniaturen, da ist nichts Besonderes bei. Wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel den Black Ark Corsairs, sind wir auch bei 10 Miniaturen für die Hälfte des Preises. Free Guild, also die imperialen Truppen von damals, wo es noch äh, Warhammer Fantasy war, Hälfte des Preises, 10 Miniaturen. Kavallerieeinheit 25 Euro, Hälfte von den 50 Euro für die anderen Kavallerieeinheiten, auch hier 5 Miniaturen. Nochmal Dunkelelfen, auch wieder Hälfte vom Preis. Sogar die fucking Phoenix Guard. 10 Euro teurer als normale Miniaturen, ohne jeden fucking Grund, aber immer noch billiger als die Infanterie von den neuen. Und das ist ein Problem, das GW allgemein hat. Das ist die Eternal Guard, das ist eine bessere Infanterieeinheit in Game. Und darum kosten die aus irgendwelchen Gründen mehr Geld. In der realen Welt. Ich, ich verarsche euch gerade nicht. Das hier sind die äh, Great Swords. Das ist eine Imperium-Einheit. Das ist die Elite der Elite der Elite des Imperiums. Das hier ist nicht die Elite, sondern ganz normale Einheiten, die hier kosten 22 Euro. Die Great Swords kosten bei eben 12 Euro mehr. Also GW hat allgemein das Problem, dass die neuen Miniaturen unheimlich überteuert sind, teilweise doppelter oder fast dreifacher Preis von dem, was man vorher an denselben Miniaturen im Grunde hatte. Und außerdem hatte GW das Problem, dass die Miniaturen, die in-game besser sind, teurer machen in der echten Welt. Das heißt, Greatswords sind eine bessere Einheit in Game Dom, kosten die in der realen Welt mehr Geld als die normalen Einheiten vom Imperium. Ich weiß, das klingt gerade nach Fanboy-Gemecker, aber ich halte das für ein Problem, weil Games Workshop für viele Leute im Grunde ein Gateway für Tabletop ist. Das ist die bekannteste Marke, die Marke, die man fast überall bekommen kann und die Marke, an die man. Als erstes denkt, wenn man an Tabletop denkt, weil das ist äh, Middle-Earth-Tabletop-Battles, das ist Warhammer und Warhammer 40k. Alles in einem großen Ding zusammen. Und äh, dieser Preis-Creep ist keine Neuerscheinung. Das ist seit Jahren eigentlich so, dass Games Workshop immer teurer und teurer wird. Sowohl intern, also dass wirklich bessere Einheiten mehr Geld kosten, als auch mit den neuen Miniaturen dass Miniaturen, die nicht wirklich super viel detaillierter sind, auf einmal das Doppelte kosten von dem, was dieselben Einheiten bei anderen Leuten kostet haben. Wollte ich nur kurz erwähnen, ich habe dafür keine Lösung, außer hört auf gierig zu sein, aber das kann ich von Games Workshop nicht erwarten, das ist ja ein Unternehmen. Von daher, äh, ja, sorry für das Rumgeblapper. Ich arbeite an vernünftigen Videos. Ich wollte nur das eben zwischendurch raushauen, weil... Äh, ja, wegen den Mega-Gargens gab es da gerade wieder eine Diskussion in verschiedenen Fangruppen und ich wollte meinen Senf mit dazu geben. Schönen Tag noch.